Kätzchen und geht schon mal durch den Eingang hier rein. Ja. So. Hier haben wir eine richtig schöne. Boah, Alter. Wie spooky sieht die denn aus? Hier so eine alte Villa. Das ist von einem ganz bekannten, ja, von einem ganz bekannten Menschen hier aus der Gegend. Alter, ist das so gewachsen hier. Ho. Erde gebrannt. Alter. Tja. Ach du Herr. Ja, wird dazu. Weiß ich nicht, vor. Ich sag mal, vielleicht in einem Jahrhundert noch mal ein schönes Gebäude gewesen ist, ne? Guck mal die alten schönen Türen an und so. Und hier standen tatsächlich, so wie wir es vorhin gelesen haben, hier standen tatsächlich noch alte Sachen drin. Guck mal hier. So einen alten, schönen, gusseisernen Ofen hier. Hier war die Küche. Guck dir mal die Türen an, Kätzeleinchen. Ja. Ja, waren ja auch so 3,50 Meter hohe Decken. Auch die Matte hier, die Vertäfelung hier. Boah, guck mal, wie schön das hier war. Ach du Scheiße. Krieg ich schon wieder platt, wenn ich den Boden hier sehe, ne? Alles. Ah, da wächst schon. Wo kommt das denn? Ach, durchs Fenster, durch die Rollladen da oben. Wächst das alles rein. Guck mal, die schöne Tapete mit dem Stuck da oben. Wie krass. War noch so ein alter, richtig schöner alter Ofen. Mal hier konntest du die beiden, das hatte man früher oft, das hatte meine Oma sogar auch bei sich, da konntest du die aus einem großen Raum, konntest du dann hier so zuziehen. Hier war meistens das Esszimmer, haben wir in Belgien auch schon unheimlich oft gesehen. Na, da kannst du hier zumachen, Jujut, hast hier das Esszimmer, hier hast du den Wohnbereich, so ein bisschen schön mit Chillen draußen im Wintergarten. Aber ich muss sagen, die Tapeten gefallen mir. Nein, das wollte ich nicht sagen. Dafür, dass es so eine große Villa ist und alles, ist es aber ein relativ kleines Wohnzimmer. Ich hätte mit einem größeren Wohnzimmer gerechnet eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Ja, oh, guck dir das an. Sieht das geil aus. Diese alte Gardine da dran. Oh, wunderschön. Das ist schöne alte Doppelfenster hier. Boah, und wie das hier zuge. Also die muss ja wirklich schon seit, weiß ich nicht, Anno Tobak muss die ja schon leer stehen. Diese alte Villa, die gehörte mal einem Grubenlichthersteller. Die sind von 1918 oder sowas. Muss das gewesen sein. Alter Schwede, hier muss man nicht wahnsinnig aufpassen, wo die hinläuft, ne? Krass. Boah, hier war mal so ein Vorhang dran. Da oben sind noch so Häkchen für einen Vorhang. Boah, Alter, was ist das denn hier? Überall wächst, da oben auch wachsen die Blumen hier rein. Hier
hängen die Gardinen noch. Spülkasten an der Decke hier, an der Wand. Hier ist die zweite Toilette. Eine Toilette hier, so mit so alten gelben Fliesen. Und hier war eine so in so türkis. Warte, ich versuche mal die Tür zuzumachen. Alter, guck dir mal diese. Da wollte ich das Auto überfahren. Ey. Guck dir mal diese Türe an. Ey. Ich schätze mal, dass hier aus diesen Schächten oder so, dass da irgendwie warme Luft rauskam oder sowas. Gehe ich mal von aus. Und hier hinter der Tür haben sie zugemauert, die Türe dahinter. Guck mal hier. Habe ich auch noch nie gesehen. Ein kleines Tischfuß- oder Fußballspiel hier. Das Fenster. Ja, die Farben, die hier an der Wände sind, das ist einfach unglaublich. Der Boden. Was ist denn da mit der Decke passiert? Da oben die ganzen runden Flecken da. Schön vorsichtig. Aber ich muss erst mal den Boden hier checken. Guck dir das an. Oh. Ja, der Boden ist aber kurioserweise noch völlig in Ordnung. Guck mal, hier noch so eine schöne alte Lampe. Und dann hier. Guck mal, jetzt hier von hier aus. Alter Schwede, hat das hier gebrannt, die schönen alten Türen hier. Was ist denn da noch so ein... Ist auf jeden Fall mal irgendwo eine Wand drin, ne? Ja, boah, richtig schwer, diese alten Türchen hier. Decke so, die Farben, wie das hier gestrichen, ach, da oben die Holzdecke hat gebrannt, also oben herlaufen ist nicht mehr, auf gar keinen Fall. Na, guck mal hier, die Holzdecke hat gebrannt hier, da hängt noch so eine ganz alte Lampe da oben, so eine kleine. Schade, dass hier nicht noch mehr von irgendwie ein paar alte Sachen drin standen oder so. Da einen alten Sessel, unten so einen alten Ofen. Aber das ist ja auch bestimmt schon hier wieder seit 20 Jahren, 30 Jahren oder was, so wie das hier alles zugewachsen ist. Das ist ja wie so eine verwunschene Märchenvilla, ist das ja hier, wo du eh vor hier reinwächst. Und krass. Echt Wahnsinn. Hier sind alles die. Hier haben sie die Kacheln. Guck mal, hier sind die Kacheln von dem alten Kachelofen. Siehst du hier? Die sind von dem Kachelofen hier. Ja.
sich hier in den Glasscherben da so spiegelt und glitzert und funkelt und dann dieser krasse Gegensatz dazu hier, dieses verbrannte, eingestürzte alles und diese tollen alten massiven Holzrahmen hier, Türrahmen mit den Schnitzereien und der Grubenmann, der wusste was Schönes, ne? Also, aber auch die Farben, in denen hier so gestrichen war, so himmelblau, türkis, ein helles Rosa, mega. Boah, ich bin mal gespannt, wir haben noch den Keller vor uns. Was ist der Keller noch unten jetzt? Da bin ich echt gespannt. Eine Etage höher gehen wir nicht, ist einfach zu gefährlich. Den hatten wir noch gar nicht hier. Ne? Wir müssen erstmal gucken, wie das hier unten überhaupt aussieht. Ob man hier überhaupt runtergehen kann. Guck mal, hier ist noch so ein alter Ofen, den haben sie runtergeschmissen. Was ist das denn? So Blümchen drauf gemalt. Was war das denn hier, ey? Hier war bestimmt die Waschküche. Guck mal hier mit so riesen alten Becken hier drin. Hundertprozentig. Da konntest du Feuer machen, da waren da irgendwie so Waschkessel drin. Überall diese Blümchen an den Decken gemalt. Ding. Ist da irgendwie so eine Maschine, so eine Pumpe oder was? Das ist eine Pumpe, ne? Strom, das sieht aber noch relativ neu aus, ne? Jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Naja, gut, also ich finde, das sieht noch relativ neu aus. Strom kommt hier an, aber haben sie gekappt nach da oben hin. Aber es kommt noch Strom ins Haus. Boah. Jetzt guck dir das an hier, ey. Guck dir mal da hinter. Alter Schwede. Da ist aber echt. So komische Käfige hier. Oder was ist das gewesen? Sieht aus wie Käfige. Wirklich noch was drin hier in der alten Keller. Hier der alte Riesenofen. Krass. Schöne alte Fensterkiste. Das sieht ja krass aus hier.
Sachen so abgemauert. Vielleicht war hier auch tatsächlich so ich weiß es nicht. Hier ist so ein Notausgang, hier so ein Notausstieg hier so tatsächlich gewesen. Wie krass ist das? Hier, so rund, dann kommst du nach vorne, kommst du wieder raus. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie so, weiß nicht, von außen, dass da Koks, Kohle oder sowas reinkam, kann ich mir vorstellen. Ja, das kann gut sein, weil da auch der Ofen ist, ne? Hier war mal ein Eingang. Da hat jemand eine Lederjacke hingehängt. Jetzt war ich. Das ist eine echte, eine dicke, fette Lederjacke, die hier hängt. Die haben das hier zugemauert. Hier war ein richtig schöner Eingang nochmal. Groß, das ist hoch. Ja, so wuchtig, ne? Gab es keinen Bunker? Ich war unten im Keller. Das war auch einzigartig, habe ich auch noch nie gesehen, den Keller, so wie sie das da drin gebaut haben. Aber Bunker hatten sie hier nicht. Das Einzige, was man hier noch hat, hier ist noch so ein kleiner Schuppen. Eine Garage mit so einem kleinen Schuppen hier. So ein Galgen da. Aber ansonsten ist hier auch nichts mehr. Hier haben wir noch die Garage. Und hier. Da hat der Wiese Fisch. Schnappi hier, ey. Krass. Überall wächst hier Efeu und. Oh! Guck mal, hier ist noch. Hier ist tatsächlich. Noch eine Grube. Konnte sie hier ein Auto reparieren. Um Schloss Henriette zur Villa des Gruben. Grubenlichtherstellers des Grubenlampenkönigs. Also die mit dieser alten Trauerweide da und alles ist schon echt mega, mega, mega toll. Freunde, gebt nicht auf, wir geben auch nicht auf. Wir geben jetzt eine Annonce auf, dass wir was zu essen brauchen. An dieser Stelle möchten wir gerne was zu essen haben. Jetzt Weinchen? Arm. Aber sowas von. In diesem Sinne, Freunde, bleibt sauber gerade und gesund da draußen. Kommt mit, wir gehen nämlich noch was essen. Wir essen jetzt irgendwie noch eine Kleinigkeit. Wir haben hier in der Nähe so einen leckeren Dönerladen gefunden. Ob der lecker ist, der Laden, wissen wir nicht, aber gefunden haben wir ihn. Vielleicht gibt es was anderes. Vielleicht gibt es auch was anderes. Vielleicht gibt es auch was auf die Foot. Man weiß es nicht. Ja, gibt's noch. Aber wir sind ein bisschen. Ich schwitze hier. Ich bin ein bisschen zu warm angezogen. Wir haben ungefähr 46 Grad im Schatten. Da habe ich meine Handynummer gelassen. Kätzchen hat die Handynummer aufgeschrieben. Halleluja. Boah, leichten Sonnenstich haben wir. 3 Tage unterwegs. Heute ist der letzte Tag. Das war auch der letzte Los Place für heute. Jetzt wird nur noch für das leibliche Wohl gesorgt. Und ja, wir sorgen für euch für neues Material. Da kommt der Stefan auch noch direkt zum richtigen Zeitpunkt. Geht auf den Kanal von Stefan von Schlecks Urbex. Von Stefan von Letz Urbex. Und ja,
Wie gesagt, es gibt Schleckerchen jetzt gleich und hier unten sind wir. Ich kann meinen Arm nicht weiter drehen. So, da, Freunde, ich habe doch gesagt, es ist noch nicht vorbei. Ne? Es ist noch nicht vorbei, Gensing kriegt Pizza Hawaii. Bam, bam. Aber sowas von. Und so ein leckeres Energy Drink hat Kätzchen eigentlich in der auch. Stefan hat irgendwie eine Pizza mit Dönerfleisch. Ich krieg, glaube ich, auch noch so eine Pizza. Da, wunderbar. Ja, einfach so. Perfekt. Ich danke dir. Danke. So, auch hier so eine. So eine Pizza mit Halleluja, mit Jalapenos dabei und mit, oh, die sieht aber richtig lecker aus und duftet richtig lecker. Guten Appetit. Hier waren, lass es dir schmecken. Guten Appetit. So, oh, wir essen das jetzt, genießen das jetzt und wir hoffen, ihr hattet richtig Spaß bei den zwei schönen Videos. Ja. Henriette. Jetzt jemand Atemübung, ist noch sehr heiß. Man kann uns noch ein bisschen warm jetzt gleich. Mhm. Wenn man Hunger hat. Henriettes Erbe, der Grubenbesitzer. Also, uns hat es gefallen. Wir sind auf eure Kommentare gespannt. Wir sind richtig müde. Wir müssen jetzt noch, wir haben jetzt 14.30 Uhr, müssen gleich noch 4 Stunden zurückfahren. Oh, da sehen wir uns unterwegs nochmal wieder. Wir werden mit Sicherheit nochmal von uns reden machen. Freunde, genießt noch den schönen Tag. Ich weiß, wenn das Video rauskommt, ist schon wieder Wochen vorbei, aber ist egal. Auf euch. Prost, Getränke. Prost, Stefan. Prost. Da, komm nochmal. Stefan, ich weiß, die Essensgabel ist auch gestochen.